Bukowski. Ihr kennt mich vielleicht aus diesem wunderbaren Film. Sie haben Knut oder Max und Moritz Reloaded. Aber hauptsächlich wahrscheinlich aus Dorfpunks, der jetzt am 23.04. erscheint. Alles klar? Ja. Du bist fast zu Hause. Nur noch ein paar Schritte. 1, 2, 3, 4! Dosen, gute Laune. Wir müssen mal wieder unsere Fressen zeigen. Bisher denken sonst, sie haben gewonnen. Alles ist scheiß Punkrock, Leute. Es muss mehr knallen. Und nicht mal einfach abhauen? Erst hießen wir Fuck Off Tomorrow. Dann die Regel. Jetzt machen wir einen Auftritt. Dann machen wir eine Platte. Dann ist der Music Man. Trinkst du, was ich trinke? Ja, Mensch, wie lange gibt's euch denn das schon? 2 Wochen. Wir sind Public Enemy Number 7. Wir sind keine Sklaven der Popindustrie. The cup and the colors that fill you in. I'm not even knowing if I'm coming on. Ich zeige euch einfach mal ein paar von meinen Lieblingsfilmen heute und ja, kommt einfach mal mit. Hundstage. Von Ulrich Seidel, ein abgrundtief perverser Streifen über eigentlich ganz normale Dinge. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe diesen Film kaum ausgehalten, aber ja, ich finde einfach, dass man sich auch solche Dinge ab und zu mal geben muss. Dasselbe gilt übrigens für Import-Export. Auch ein Wahnsinnsstreifen von Ulrich Seidel. Zu achten ist auf diese Szene hier unten. Diese alten Menschen, ich finde das immer unglaublich, wie der einfach Sachen filmt, die einfach, wo man sich fragt, darf man das überhaupt filmen und sind sich die Darsteller überhaupt ihrer Außenwirkung bewusst? Das ist, ich finde das unglaublich. Guy Ritchie Filme, alle super. Brad Pitt irgendwie, klasse Film. Benicio del Toro, auch immer geil. Bube, Dame, König, Gras muss ich auch irgendwie einfach ab und zu mal sehen, weil dieser Film einfach, weil die Auflösung einfach so schön einfach ist. Alle kommen in einen Raum und sterben am Ende. Das ist einfach mal das perfekte Ende für einen Film. Ja. Kirschblüten von Doris Dörri. Eigentlich ein Film, der mich nichts angehen dürfte. Geht um Trauer, um den Tod, um die Auseinandersetzung mit dem Tod. Aber ist auch sehr lustig, trotz allem. Und er gibt die Antwort auf die Frage, was tut man, wenn man das Liebste in seinem Leben verliert. Nämlich japanischen Ausdruckstanz. Ja, genau, auch ein Film, von dem ich sehr enttäuscht war. Hier, ne? Weiß nicht. Detlef Buck hat da auch mitgemacht, ja. Detlef Buck ist eigentlich ein super Typ, aber irgendwie kann ich mit Kim Frank nichts anfangen. Ich weiß auch nicht, warum den alle so toll finden, aber ich finde Kim Frank irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie macht der nicht so richtig mit, was gut ist. Schwarze Schafe, auch super, mit Tom Schilling, Oktay Özdemir, Robert Stahlober, alles super darstellen. Und Milan Peschel natürlich, Milan Peschel ist auch einfach klasse, Milan Peschel, ja, super. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsschauspieler, Mickey Rourke. Tja, Angel Heart ist einfach, ich finde es ja so schade, dass der Mickey Rourke so lange nicht mehr dabei war. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen eigentlich, aber ich finde auf jeden Fall, dass die beiden, Robert De Niro und Mickey Rourke, sich absolut fetzen in diesem Film. Und ja, auch eine sehr schöne Nebendarstellerin. Ja, hier. Gleich schon mal ein Schauspieler, den ich nicht so schätze, nämlich Vin Diesel. Ich kenne niemanden, der ein ausdrucksloseres Gesicht hat als Vin Diesel. Einfach langweilig und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, er spielt immer gleich. Dasselbe gilt für The Fast and the Furious und eigentlich alle Filme, die er jemals gedreht hat. Das ist mal ein Beispiel für gute Action, Crank. Er lässt einfach alles raus, was irgendwie langweilig werden könnte und zeigt nur die fette, in die Fresse Action. Ist auch wichtig, sowas mal zu sehen. Scarlett Johansson.
Die ist ja so schön, diese Frau. Und ja, ich finde diesen Film, ich finde so und so eigentlich alle Filme von Woody Allen immer sehr, also man kommt, ich komme immer sehr auf meine Kosten dabei und ja, gibt's nicht viel zu sagen, kennt auch eigentlich jeder. Shortcuts. Super Film, sehr empfehlenswert mit klasse Darstellern. Ja, ich finde es einfach erstaunlich, wie diese ganzen Geschichten am Ende doch irgendwie zusammenfinden und das auf eine Weise, die man echt nicht erwartet hätte. Ja, Pretty Woman finde ich jetzt nicht, aber Pretty Woman ist auf jeden Fall einer der schlimmsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Julia Roberts und Richard Gere. Kann ich einfach nicht verstehen, wie diese Leute, wie die so erfolgreich werden. Also ich meine, wie die so viel Geld verdienen und so viel Ruhm erlangen und naja. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsschauspieler, Philip Seymour Hoffman. Und ich finde, in diesem Film, das hat irgendjemand anders auch schon mal gesagt, zeigt er einfach alles, was er kann. Und ich finde, das ist einfach mal ein Beispiel für richtig, richtig gute schauspielerische Leistung. Dasselbe gilt für Joaquin Phoenix in Walk the Line. Ich bin ja ein Musikfan, spiele selber auch Gitarre und ich finde es einfach unglaublich, wie die einfach alle selber singen und selber spielen. Wie Jerry Lee Lewis und Roy Orbison und Elvis, wie die das alle mimen. Und ja, Joaquin Phoenix auch. Einer meiner Lieblingsschauspieler ist jetzt leider aufgehört und macht Hip-Hop. Sehr schade. Ja, wenn ihr mehr über meinen Filmgeschmack wissen wollt, geht ihr einfach zu moviepilot.de. Und ansonsten sehen wir uns im Kino bei Dorfpunks ab dem 23.04. in allen deutschen Kinos oder in vielen deutschen Kinos. Bis dann, ciao.